Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Alright. So, eine meiner Lieblingsfragen, die ich auch oft gefragt werde. So, hallo liebes Modern Koi Team. Erst einmal vielen lieben Dank für die vielen tollen Blogs. Bitte macht weiter so. Meine Frage, mich würde mal interessieren, ob Karashis und alle anderen Koi, die durch dieses Blut immer und immer größer und schwerer werden, nicht vielleicht irgendwann mal ein Problem mit den Organen bekommen können. Man kennt es ja von den Masthähnchen. Da wurde immer nur der größte und schwerste genommen und natürlich Sättigungsgefühl wurde weggezüchtet. Ist das nicht bei den Karashi ähnlich oder könnte es nicht irgendwann sein, dass diese viel früher sterben, weil ihr Herz die Organe nicht mehr versorgen kann? Versteht das bitte nicht falsch. Ich liebe große Koi und besonders Karashi. Es interessiert mich einfach. Vielen Dank und liebe Grüße, Michael. Was sagst du da dazu? Ja, Karashi ist jetzt nicht auf schnellen Zuwachs und bis zur Schlachtreife gezüchtet, sondern die Karashis haben eben tatsächlich diese Wachstumsgene, die ihren Eltern eben Eigenschaften, die ihre Eltern ihnen vererbt haben. Und das kennt man auch aus anderen Bereichen der Fischzucht. Es gibt auch Forellenzuchtstämme, die sehr viel schneller wachsen als andere, also bei Regenbogenforellen besonders. Und es würde einem natürlich schon auffallen, wenn die Karashis dann 3 Jahre lang wachsen und im 4. Jahr dann verfetten und tot sind. Das hätten wir wahrscheinlich schon gemerkt in den letzten Jahrzehnten. Also mit anderen Worten, sicherlich ist allein eine genetische Veranlagung zu viel fressen und schnell wachsen sorgt nicht unbedingt für Organschäden, das sicherlich nicht. Es gibt sicherlich Krankheiten, die den Energiestoffwechsel, Fettstoffwechsel betreffen. Das hat aber jetzt auch mit dem Thema Karashi nichts zu tun. Und was ich sehr häufig sehe, weil ich ja sehr viele Fische auch seziere und mir die Organe anschaue, wenn sie sterben. Ich sehe sehr viele Fische, die verfettet sind, weil sie falsch ernährt werden. Das ist einer der Gründe, warum wir beide sehr großen Wert auf gesunde Ernährung legen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sowohl Eiweißüberschuss als auch Kohlenhydratüberschuss als auch Fettüberschuss kann tatsächlich die Fische krank machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn bei den Karashis eine höhere Sterblichkeitsrate zu beobachten ist, dann eigentlich bei den Tieren, die über den Sommer sehr schnell und groß gewachsen sind und die dann in einem Teich praktisch ohne Temperatursteuerung lange Zeit kalt überwintert werden. Da ist die Arbeitshypothese die, dass eben diese natürliche Veranlagung im Herbst Reserven zu bilden zugunsten des Wachstums fehlt oder nicht durchgeführt wurde. Die Fische haben manchmal dann... Die wachsen, aber konditionieren sich nicht. Richtig, die Konditionierung, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja, dafür bin ich da. Das ist aber eine Angelegenheit, die nicht nur Karashis betrifft, sondern eigentlich alle Fische, die außerordentlich schnell wachsen. Und das ist einer der Gründe, warum mir diese Temperatursteuerung über den Winter, ich sage Temperatursteuerung, nicht heizen auf 20 Grad, sehr wichtig ist, damit die Tiere, wenn sie wenig Reserven, aus welchem Grund auch immer haben, tatsächlich einen Winter gut überstehen können. Und da sind wir wieder beim Thema Fütterung und physiologisch angepasste Fütterung und Temperaturen einigermaßen im Rahmen halten. So. Warum man ein Masthähnchen nicht mit einem Koi vergleichen kann, liegt auch nicht zuletzt daran, weil die Art wie ein Vogel, respektive wie ein Fisch wächst, ist was ganz anderes. Immer wieder überlegen, wir haben am Anfang ein exponentielles Wachstum, da sind die aber ganz klein und irgendwann geht dieses exponentielle Wachstum in ein lineares Wachstum über, bis irgendwann das verlangsamte Wachstum kommt. Und solange ich in diesem linearen Wachstum bin, kann ich die Fische unter idealisierten Bedingungen, bei Karashi geht es bis zu 1,5, die besten 1,8, 2 cm pro Woche, kann ich die da einfach durchwachsen lassen. Da werden die nicht fett. Also kriegen nicht diesen Kessel, da passiert eben das nicht, dass die inneren Organe irgendwann mal zerquetscht werden durch viel zu viel Fett, sondern es ist wirklich
Das sind muskulöse, richtig geile Karaschi. Den Max liefern wir bei Markus jede Menge davon aus. Können Sie sehen. Da war genau einer dabei, der leicht verfettet wurde. Den haben wir aber auch irgendwann in ein Becken gesetzt, wo der eben nicht mehr so stark gefüttert wurde. Weil das ist eine Big Mama, wie er sie nennt, oder Big Bertha, ich weiß es nicht mehr. So, und da ist das Entscheidende. Aber wenn ich in meinem linearen Wachstum bin und die Tiere nicht überfütter, dann wachsen die einfach in der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist genetisch vorgegeben, was maximal möglich ist. Und jetzt achten, in der Natur, sämtliche natürliche Karpfenbestände, auf welche Fische bauen die denn eigentlich auf? Auf die, die ein möglichst hohes, eine möglichst hohe Wachstumsgeschwindigkeit haben, also die, die möglichst schnell alle möglichen Fressfeinde hinter sich gelassen haben oder die, die langsam gewachsen sind, auf ihre Organe aufgepasst haben. Nee, die sind alle gefressen worden, bevor sie überhaupt die Geschlechtsreife erreicht haben. Das ist die Evolution. Die hat genau die Fische immer bedacht als die, auf die weiterhin dafür sorgen, dass die Art erhalten bleibt. So. Sandra hat recht mit dem, woran die Karaschis sterben können, aber jetzt gibt es noch einen Punkt. Wenn sie irgendwann mal, das passiert bei Karaschi, zwischen 90 und 95 Zentimeter, kommen die aus diesem linearen Wachstum raus. Die meisten anderen Fische fliegen da schon mit 50, 60, 70, 80 Zentimeter. 80 ist schon selten, dass sie da rausfliegen. Beim Karaschi ist zwischen 90 und 95 Zentimeter. Bis dorthin können Sie die Fische in einer atemberaubenden Geschwindigkeit großziehen. Und ich habe letzt extra bei Dirk einen eigenen Blog dazu gemacht. Und weil jetzt läuft das Modern Koi so lange, die Faszination Karaschi, Karaschi-Blutwachstum ist in so vielen Teichen vorhanden, dass man jetzt wirklich die Warnung aussprechen muss. Wenn man sieht, dass der Fisch mit Karaschi-Blut oder der Karaschi-Goi selber aus dem linearen schnellen Wachstum rauskommt, muss man dringend und zwingend die Futtermenge reduzieren. Weil dann passiert eben die Verfettung. Und die kommt wirklich erst, wenn das lineare Wachstum in das verlangsamte, also umgekehrt exponentielle Wachstum übergeht. Und da muss man aufpassen. Füttert man dann die mit den ganz normalen 1,5% Futtermenge weiter, dann ist das in vielen Fällen wirklich das Todesurteil. Hat aber nichts damit zu tun, dass sie die ersten 90 cm brutal schnell gewachsen sind. Und das ist unsere Erfahrung, die auf viele Jahre aufbaut. Sicher, ich meine, man darf nicht vergessen, bevor die Karaschis erfunden worden sind, gab es auch schon schnell wachsende Fische. Also gerade Chagoi ist einer von den Fischen, die dadurch, dass sie eben sehr wenig ängstlich und scheu sind und sehr schnell zur Hand kommen, also sind eigentlich vorprogrammiert, dass sie auch viel Futter abkriegen. Und so auch da hat man ja jede Menge Erfahrung, wie schnell die wachsen können und wann dann irgendwann mal Schluss ist. Also, und das ist der Vergleich mit den Masthähnchen, hinkt auch noch aus anderen Gründen. Ja. Aber also der Appetit ist ihnen, oder das Sättigungsgefühl ist bei Koi eigentlich sowieso nicht das große Thema, außer die Kiemen werden dann irgendwann überlastet. Und ich kann eins noch sagen, wenn ich mal sehe, der Karaschi-Goi hat überwiegend zwei Blut. Chagoi, Kigoi. Zwei Varietäten, die alle sind, nur nicht hochgezüchtet. Die sind noch recht natürlich, in Anführungszeichen. Selbst wenn es zu Problemen kommen könnte, wären die verglichen mit dem Problem, was alle anderen Varietäten haben, die bis zum Mond hochgezüchtet sind, ist es immer noch gar nichts. Das ist ein gutes Argument allerdings, ja. Also natürlicher als ein Karaschi-Goi. Und vielleicht wachsen sie ja gerade deshalb so exzellent, weil sie so nur in geringem Maße hochgezüchtet wurde. Und Achtung, jetzt kommt noch was. Die zwei Varietäten sind nicht nur nicht hochgezüchtet, sondern im Deutz-Kigoi, das war ein Deutz-Kigoi, deshalb auch Deutz-Karaschi-Goi, da ist ja auch noch der europäische Karpfen mit drin. Ja? Also nicht nur nicht hochgezüchtet, sondern eigentlich vom Blut ganz, ganz, ganz weit. Genau, und damit ist das Masthähnchen-Thema, glaube ich, auch wirklich aus vielerlei Gründen zu den Akten gekommen. Aber ich habe jetzt Appetit gekriegt. Hähnchen. Also, vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Ciao.